Neue Karten für Vista Universe und weitere Informationen zur Promo für Crown Zenith. Das alles und viel mehr in der kleinen Ausgabe der TCG News. Vista Universe und Crown Zenith werden gigantische Sets werden. Darauf haben wir uns schon letzte Woche geeinigt. Viele von euch hatten aber recht, genauso wie ich es halt auch sage. Springt nicht auf den Hype-Train zu schnell, denn wer auf den Hype-Train springt, gibt viel zu viel Geld aus. Dementsprechend wartet erstmal ab und guckt, wann die Preise sich stabilisieren. Und schaut am besten YouTubern zu, die das Set öffnen, und wartet, bis die Preise sich normalisiert haben. Bisher sieht es so aus, als würden Vista Universe Boxen über 100 Euro kosten für 10 Booster Packs. Klar sind da krasse Karten drin, aber 100 Euro für ein Set, was in Japan höchstwahrscheinlich für 60, 70 verkauft wird, wenn nicht sogar weniger, für 50, ist schon sehr, sehr happig. Deswegen gut gemeinter Rat von mir an euch, wartet damit erstmal ab und chillt und guckt euch an, wie die Preise sich entwickeln. Trotz dessen haben wir heute ein paar News, über die ich mit euch sprechen möchte. Und zwar haben wir Special Art Rare Print of Lucario Vista bekommen. Und die sehen wir ja auch schon. Eine sehr coole Karte für die ganzen Furry-Lover da draußen wahrscheinlich. Der Main Pick. Ich muss sagen, ich bin großer Lucario-Fan. Ich finde die aber auch... Finde ich fein. Erinnert mich so ein bisschen an Super Saiyan Goku mit der Aura und allem drum und dran. Ist es nicht ultra besonders, kann aber mit dem vernünftigen Licht und dem geilen Holo-Pattern echt extrem aussehen. Aber das ist es gar nicht, was ich sagen wollte. Denn diese Karte haben wir jetzt in Japanisch geleakt bekommen. Und diese Karte wird die Promokarte sein. In der Elite Trainer Box. Wir haben hier ein Artwork bekommen von... Lasst mich jetzt hier nicht verzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nochmal 6, 12 Booster Packs. Bekommen wir etwa 12 Booster Packs in dieser wunderbaren ETB? Nein, das ist eine Pokémon Center Exclusive Box. Das sehen wir auch schon an den Dices und an den Coins. Das steht hier auch Pokémon Center Version. Also alle Alarmglocken nach unten. Es bleiben 10 Booster bei Normal, was auch ganz in Ordnung ist. Und 8 bei Standard Sets. Ja, wir haben die Lucario Promo hier bekommen. Also die werden wir safe jetzt in dieser Box haben. Finde ich ziemlich cool. Mal wieder eine krassere Promokarte. Finde ich heftig. Wir hatten bei Celebrations Gold Star Greninja. Wir hatten bei Weg des Champs Full Art Glurak. Also Pokémon macht weiter mit krassen Promokarten. Mewtwo hatten wir jetzt auch in Pokémon Go in Full Art Version. Also ich finde das ziemlich geil. Auch die Sleeves, alles was dazugehört, das ganze Design, sehr, sehr geil. Pokémon Center Exclusive Boxen sind immer sehr, sehr schön. Auch hier die Details, sage ich mal, mit den Zacken. Chapeau, Pokémon, Chapeau. Aber wir haben noch eine weitere News zu Crown Zenith. A.k.a. Vista Universe, eher gesagt. Denn wir haben neue Karten bekommen. Sie sind nicht geleakt worden. Nochmal für Leute, die es nicht wissen. Geleakt bedeutet, dass jemand sie halt leakt. Wenn Pokémon diese revealed, sind es keine geleakten Karten. Und zwar haben wir hier Fulipoba, Glaciola, Zeraora und Deoxys. Die beiden Karten haben ein Starterdeck bekommen und haben auch im Deutschen als auch im Englischen eine Spezialbox bekommen, die mit Vista, V und VMAX ausgestattet ist. Diese jetzt hier nochmal zu sehen, ist ziemlich cool. Und diese Karten haben ebenfalls ein Starterdeck bekommen in Japan und bei uns eine V-Star-Box. Also, wir werden wahrscheinlich nur diese Evolutions bekommen, weil das die einzigen sind, die ein V-Star-Print bisher haben. Was ich aber ganz cool finde. Es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass andere Eevees noch einen Print bekommen, weil wir haben ja auch VMAX-Karten natürlich dabei. Aber Pokémon geht meist von den Recent Prints aus. Dementsprechend macht das Sinn, dass diese dabei sind. Ich finde es sehr, sehr stark. Die Artworks von Leafeon hier finde ich sehr bombastisch. Das ist wirklich mein Favorite Artwork aus diesen Vieren. Diese ganzen Pflanzen, die ganzen Fläschchen, die dabei sind. So viel Details, so viel Artworks. Das ist einfach Chapeau-Pokémon wieder. Chapeau. Glaceon, passend zum Suicune. Suicune guckt... Von links nach rechts. Glaceon. Von links nach rechts. Finde ich einfach cool. Finde ich sehr, sehr geil. Und ich glaube, die kann auch extrem leuchten mit den ganzen Lichtern, die hier zu sehen sind. Das wird eine bombastische Karte. Zeraora. Extrem cool. Ich weiß nicht, wo der genau chillt. Irgendeine Boombox oder sowas ist. Irgendeine Stadt. Auf jeden Fall sehr, sehr nice, wie er hier auch oben springt. Und Deoxys. Passend wie Samus aus Metroid. Mit dem Martellit als UFO und er als Soldier. Ich glaube, das ist wirklich eine Reference an den guten Metroid-Game. Auch mit dem Strahl und allem, was dazugehört. Sehr außerirdisch. Sehr, sehr geil. Also das ist auch eine fantastische Karte. Sehr viele coole Artworks erwarten uns, sage ich euch. Sehr, sehr viele coole Artworks. Die Karte wurde vorher bereits geleakt aus dem Pokécorner Discord vor einigen Monaten schon. Also bestätigen sich die Leaks, die wir auch damals hatten. Vor nicht mal 5 Minuten wurde diese Karte revealed. Und zwar eine neue AR, aka Art Rare. Und zwar von dem guten B-Barrel, kennen wir. Und wir haben eine wunderschöne
AR bekommen. Ich finde die sehr geil tatsächlich, denn das Schöne ist an dieser Karte, sie ist playable. Bidifas war tatsächlich ein Gewinner der World Championships, denn der Gewinner hat Arceus und B-Barrel in seinem Deck gehabt und hat damit gewonnen. Dementsprechend finde ich das sehr geil, dass er tatsächlich eine neue Karte bekommt. Es ist auch immer sehr cool, dass playable Karten eine Rarity bekommen und dadurch abgebumpt werden, damit halt Decks schöner aussehen. Dementsprechend eine coole Sache. Ich finde, das ist ein sehr vorzügliches Artwork mit den ganzen kleinen Bidiza und Bidifas in der Mitte, der hier sein Häuschen baut. Was haltet ihr von dem Artwork? Ich finde es gigantisch. Ich bin hellauf begeistert. Ich finde die News sehr geil. Wir bekommen eine geile Promo. Wir haben geile neue Karten, die wir bekommen können. Und eine Sache für euch noch. Und zwar werden wir am Sonntag einen Silver Tempest 100er streamen. Und das allererste Mal ohne Display. Ich werde das Ganze mal mit Blistern probieren, um zu gucken, wie die Ratio ist, ob sie besser ist oder ob sie schlechter ist als bei drei Displays, wo du safe Hits hast. Wenn ihr dabei sein wollt, ne, ihr wisst Bescheid, stellt euren Wecker, gegen 11, 12 Uhr geht's irgendwann los am Sonntag. Checkt doch gerne den Merch ab, Hand vor das Silber. Ich will, dass ein paar Leute den Merch auf jeden Fall haben zum Stream, damit wir ein bisschen Glück haben. Ich habe bisher noch kein einziges Lugia gepult. Das müssen wir auf jeden Fall verändern, sage ich.